Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag auf der HTS zwischen den Anschlussstellen Buschütten und Kreuztal. Ein junger Polofahrer fuhr in den Straßengraben, nachdem die Windschutzscheibe seines Fahrzeuges von einem schweren Gegenstand getroffen wurde und dabei zu Bruch ging. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste vor Ort notärztlich versorgt werden, bevor er in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine hinter dem Polo fahrende Frau hingegen kam mit dem Schrecken davon. Die Windschutzscheibe ihres Trabant wurde zwar auch von einem Gegenstand getroffen und zerbarst, jedoch konnte sie ihren Wagen sicher auf dem Standstreifen anhalten. Für die Suche nach dem für die Unfälle verantwortlichen Gegenstand wurde die HTS kurzzeitig in Fahrtrichtung Kreuztal gesperrt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte es sich bei dem Gegenstand um eine ca. 3 Kilogramm schwere Kupferplatte handeln, die im Bereich der Unfallstelle gefunden wurde.